I'm a Barbie girl in the Barbie world, live in plastic, it's fantastic. Ein Barbie girl kann man jetzt tatsächlich werden. Wenn es nach einem Schönheitschirurgen aus New York geht. Beauty Dog Scott Breyer bietet für $120.000 ein Barbie-Erlebnis an. Dazu gehören 3 Schönheitsoperationen am Körper nach Wahl, sowie 2 kleinere Eingriffe im Gesicht, ebenfalls nach Wahl. So kann man sich zum Beispiel Fett absaugen, den Bauch straffen oder den Busen vergrößern lassen. Oder auch eine Schamlippenkorrektur sowie einen Brazilian Butt. Und was auch immer Sie brauchen, eine Körper- oder Gesichtsoperation. Wir werden Sie so nah wie möglich an die Barbie Ihrer Träume heranbringen, sagt der Schönheitschirurg selbst in einem Interview bei dem TV-Sender Fox Business. Rosa Maniküre, wasserstoffblondes Hairstyling und Zahnbleaching inklusive. Das ist aber nicht alles. Sollte man sich auf diese Barbie-OP einlassen, wird man persönlich mit einer pinken Corvette von zu Hause abgeholt und die Praxis hat man für sich allein. Es besteht großes Interesse, sagt Dr. Scott Breyer, und zwar nicht nur in seiner Heimat. Ich habe sogar eine Menge E-Mails von Leuten aus Deutschland und Großbritannien erhalten. Die Mitarbeiter sollen bei den OPs sogar als Barbie oder Ken verkleidet sein. Apropos Ken, wenn jemand wie die männliche Puppe aussehen möchte, ist das laut dem Doc auch kein Problem. Ich kann Ihnen ein Sixpack verpassen, wir können Ihren Muskeln Fett hinzufügen und Ihnen so ein muskulöseres Aussehen verleihen. Kostenpunkt $110.000. Der österreichische Schönheitschirurg Dr. Rolf Bartsch aus Wien sieht diesen Trend problematisch. Extrem gruselig und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Spannend wäre eigentlich zu wissen, was er denn da alles macht. Also da muss er ja irgendwie von Kopf bis Fuß operieren. Das ist ein totaler Blödsinn, weil Barbie ist ja sonst so ein, ich will nicht mal sagen idealisiert, sondern ein Kunstobjekt, eigentlich eine künstliche Puppe. Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben diese körperlichen Voraussetzungen, so auszuschauen. Und die Frage ist auch, ob man überhaupt so ausschauen will. Also ich sehe diesen Trend nicht, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir sehr viel im Netz kommunizieren und eigentlich sehr versuchen, auch die Normalität zu propagieren und den ganzen Irrsinn da draußen eigentlich zu kritisieren. Bei $110.000 kennen, wäre ich schon ganz nervös, würde ich schon fast machen, nein, Spaß. Ich sehe eigentlich einen Trend zur Normalität und der ganze ästhetische Markt wird ja immer mehr kommerzialisiert, es wird immer mehr commoditized, wie man auch so sagt, also es wird immer normaler, dass man das macht. Und dadurch, dass mehr Menschen in diesen Markt strömen, ist es einfach die klassische bisschen Botox-Behandlung oder ein bisschen mit dem Filler auffrischen oder ein Facial machen, ist eigentlich das, was normal ist. Und diese ausgefallenen Dinge, dass sich jemand umoperieren lässt, das gehört wirklich zur Promille- oder Unterpromillgrenze Minderheit. Also ich sehe das Gott sei Dank nicht, dass da der Irrsinn weiterschreitet. Wir haben quasi einen Begriff in der Medizin dafür, wenn sich jemand körperlich so verändern will, dann heißt das eigentlich, nennt sich das Dysmorphophobie, das heißt, es ist ein gestörtes Selbstbild des Körpers, ist ein Krankheitsbegriff, der auch psychiatrisch behandelt gehört und sicherlich nicht mit dem Skalpell. Und wie du richtig sagst, es ist total gefährlich, erstens viele Operationen auf einmal zu machen. Und ich glaube, dass einfach sowohl die knöchernen Strukturen als auch die Bindegewebstrukturen von vielen ja gar nicht das erlauben, dass man hier jetzt irgendwelche großen Eingriffe nimmt oder plötzlich die Taille oder die Hüftbreite oder die Backenknochen komplett verändert. Also ich finde das einfach eine blöde Propaganda, die a. medizinisch gefährlich, b. ethisch mehr als fragwürdig und C, technisch gar nicht durchführbar ist. Also es ist irgendwie, glaube ich, nur ein Versuch, irgendwie marketingmäßig seine eigene Praxis da irgendwie in den Vordergrund zu schieben, aber ein totaler Irrsinn einfach, der brandgefährlich ist. Amerika, wenn wir zum Beispiel die Körbchengröße von den Brüsten sehen, ist das deutlich zurückgegangen. Wenn wir da so 10, 20 Jahre nach hinten schauen, in Pamela Anderson-Zeiten und so weiter, waren es große Busen, übermäßig dimensional, also übergroße Brustimplantate, 3, 4, 500 Milliliter, und das hat sich eigentlich auch relativ stark eingenordet und ist auch zurückgegangen. Das heißt, so das C-Körbchen ist sogar in Amerika angekommen und in Europa ist es vielleicht sogar noch das BC-Körbchen. Ich denke, dass generell Chirurgen, die alles aus dem Gemüsegarten anbieten, das heißt von der Stirn über die Augen, Nase, Busen und Bobon, Schamlippen und alles auf einmal operieren, so und so gemieden werden sollten. Die heutige Generation der plastischen Chirurgen ist relativ spezialisiert und macht nur noch ganz wenige Dinge. Der Haus und Hof oder der plastische Chirurg, der alles macht, stirbt eigentlich Gott sei Dank schon langsam aus, weil das auch nicht sinnvoll ist. Und
Da jetzt eben, wie gesagt, so eine Ganzkörperummodellung zu machen, ist eher falsch. Aber ich sehe eben nicht, dass die Amis die Bösen sind, die das so verrückt betreiben und die Europäer die Guten, sondern generell in der plastischen Chirurgie bei den Operationen eigentlich so der Mainstream in die Normalität geht, eher in den gesunden Körper. Das heißt, du möchtest heute, man weiß aus Studien auch, wenn man gesund ausschaut, dann wird jemandem zugetraut, dass er erfolgreich ist, dass er eine starke Führungsqualität hat oder dass er gut auch im Job ist, dass er vielleicht auch eine erfolgreiche, gute Beziehung hat. Also gut auszuschauen, gesund auszuschauen, das ist eigentlich der große Trend und nicht jetzt irgendwie künstlich verändert. Das ist eigentlich out.